Nein, 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 nein. Oh Gott, oh, oh, oh. Vergesst den heutigen Livestream nicht. Es geht um 19.30 Uhr los und es gibt eine M4A4 Dragon King zu gewinnen. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Es gibt immer Skins zu gewinnen, also kommt vorbei. Link ist in der Beschreibung. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren CSGO Matchmaking auf Mirage. Ich bin gespannt, was so abgeht hier. Es geht ja schon ganz gut rein, nicht wahr? Oh fuck. Hello Team. Zwei sprechen schon mal, also minimal, der eine hat gemacht, also so ein Grunzgeräusch. Gut, die Aufstellung passt, glaube ich, wenn einer Mitte geht. Ich gehe direkt wieder ein Stück zurück, ich will hier möglichst defensiv stehen. Okay, Under könnte was sein, Mitte ist aber clear, bei uns ist auch einer. Ey, on spot. Tetris one. Connect us down. Du Fischgesicht! One ist low HP in Tetris. Sandwich, Sandwich, low HP. Ach komm, Mann, ich habe dem einen Connector so schön fokussiert den Headshot gegeben. Und dann fange ich bei dem an, der mir mit dem Rücken zugewendet steht, rumzupimmeln. Nice, da ist immerhin noch der Assi drin, ne? Ja, da ist auf Tetris. Oh Gott, das war richtig. Nice. Ja, und er hat direkt meinen Diffuse noch aufgepickt, verstehst du? Der Tetriser. Tetriser. Tötel. Ja gut, Tetriser, du musst aber auch schon meinen Assist erwähnen, mit dem ich dir geholfen habe. Bomb on B2. Okay, incoming. Nice. Guckst dir an, Alter, wie sie legen. What the fuck, dude? What the fuck? Klar, das hat natürlich nichts zu heißen. Der restliche Spielverlauf ist offen, aber es ist immer schön, wenn man schon die ersten Runden gewinnt, ne? Und nicht dann schon auf die Fresse bekommt. So können wir vor allem die Psyche der anderen so ein bisschen ficken. Ich kann mich auch zumindest jetzt noch nicht über das Team beschweren. Von Anfang an klingt das alles hier sehr passabel. Man darf aber nicht vergessen, dass die Leute gerade, wenn es eben schlecht läuft, erst ihr wahres Ich zeigen und nicht, wenn es gut läuft. Da kann da jeder fröhlich sein, ne? 2-9. One down. Oh Gott. Hat der mich jetzt erschreckt? Ich war ganz, ganz sicher, dass da einer steht bei T-Slope, irgendwo da vorne. Aber der war schon oben auf Tetris oder ist zurückgegangen. Keine Ahnung. Nice try. Müsste mir jetzt den Headshot des Todes geben? Der Dreckarsch, der Verschissene. Widerlich, wie ich gefressen habe. Connect us coming. Bitch. Ah, ja, he's left side. Shit. Er stand echt da drin. Ich habe ihn nur eingehört. Ich habe nur diesen einen Pisser gehört, nicht den zweiten. Ah! So, jetzt regeln wir aber rein, Jungs, ne? Hast du nicht richtig geekelt? Terror, Scheiße. Das ist kein richtiges Ekelpaket, der Kerl. Okay, nice. Lower tunnels. Two lower mid. So ein Sack. Das sind einfach zwei. Was habe ich ihm gegeben? Gar nichts. Ah, lächerlich. Es war einfach im Headglitch. Da geht entweder Headshot rein oder gar nichts. Nice. Nein, geh nicht da lang. Geh lieber auf B. Oh Gott, geh lieber auf B. Er müsste einfach für Zeit, also auf Zeit spielen. Er sollte nicht da stehen. Er sollte wegrennen. Ah, nice try. Also wenn er weggerannt wäre, hätte er einen facen müssen von diesen dreien. Die kamen von hinten, von unten und von B. Also es war klar, dass die von überall kommen. Oder zumindest sehr wahrscheinlich. Und es hat jetzt zwar ganz gut gewirkt, was er da gemacht hat, aber an sich war er schon verdammt zu verlieren. Weil, ja... Ja, guck mal, die Zeit, es waren 33 Sekunden, es waren noch drei übrig, da rennt man dann irgendwo hin, also am besten auf B, weil B ist am nächsten in dem Fall, die haben die Bombe dann vielleicht bei 25 oder 20, vielleicht sogar nur 15 und das heißt für sie müssen dann höchstwahrscheinlich auch auf B gehen und dann bist du da und kannst sie beim Planten hindern, also hast den Vorteil und so hast du den Nachteil, weil jeder weiß oder sich denken kann, oh, der steht wahrscheinlich bei der Bombe. Ich denke, ich muss es eigentlich nicht erklären, aber ich mach's trotzdem, weil doch immer mal wieder welche schreiben, vielen Dank, dass du das, dass du so taktische Dinge erklärst. So. Connector, maybe stairs. Table 9. Tetris 1. The plant on B. Let's go. I got... Oh, no defuse. Shit. One is kitchen. Naja, sie haben ja auch zwei Waffen, also sollen sie ruhig safen und vielleicht sogar... Oh, gekillt werden. Jetzt müssen wir schon ein bisschen hochdrehen, damit wir hier auch eine Chance haben, ja? Später auch bei T nicht zermürbt zu werden. Palace. Nein! 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 Oh, God! Oh, oh, oh! For the longest time... Ich kack dir ans Bein, to say good shit, fuck me tonight. Ich bin so low wie eine Ho. Oh, der eine ist tot, Terrorizer, Tetrapriser. Jetzt muss er halt herkommen. Just wait for him, you need to plant, guys. Hört auf zu facen, ihr Alten, also es geht doch. Woo! Also meine Intoleranz wächst von Spiel zu Spiel mit diesen Leuten, die bei einem 4 gegen 1 den letzten T rushen, direkt. Meine Intoleranz steigt ins Unermessliche bei sowas schon fast. Es reicht ja nur, dass jemand einen Lucky Shot macht und einen Lucky Nade schmeißt und sind zwei weg. Dann ist es nur noch ein 2 gegen 1 und ihr wisst ja, das fuckt mich einfach ab. Nein, ihr könnt eigentlich, oh, der geht auf B. Alles klar, nice. Ein weiteres Spiel, das wirklich sehr, sehr gut läuft, beziehungsweise bei dem ich gute Mates habe und
keine Cheater im Gegnerteam, also ich vermute zumindest, dass da keine Cheater sind. Ein Hoch auf Trust Factor plus Pram Matchmaking. Jawohl, nice. Ah! Oi! Da holt er sich einfach ein Stück von meinem Speck. What the fuck, dude? This is my speak. Speak, das ist Englisch für Speck, wissen die wenigsten. Speak and spell. Zwei sind es noch. Ich stehe irgendwie darum hier. Nest Territory Trise. Alter, wir chillen. What the fuck, dude? Ja, er hat recht. Wir haben wirklich sehr gute Durchsagen und so weiter und so fort. Also, es ist so, als wenn ich mit Mates spielen würde, die ich schon seit Jahrzehnten kenne. Also, perfekte Angaben. Alles ist chillig, alles ist millig. Chillen, grillen, grillen, chillen beim Grillabend. Mate is down. One. Da war noch einer. Both down. One down, shot. Time to say goodbye to me tonight. Na, fuck. Der hat sich echt direkt die Bombe geholt und ist einfach auf A gegangen. Auf Hop, man geht doch hin und vermutet bei der Bombe erstmal, dass der City überall steht und aimt gemütlich ab. Der muss direkt hingerannt sein, also wirklich sofort. One down, I'm there in a few seconds. Nice. Beep, 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 beep. Oh yeah. Und jetzt passt auf. 3, 2, 1, 8-fach Kill. Should I rotate to B? Incoming, I'm gonna rotate over City. Komm, 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 grün, geh rein, geh rein, geh rein. Die dürfen sich da nicht aufstellen, das ist so widerlich. Down. One short. Das ist zum Brechen, man darf sie nicht auf B lassen. Also ich meine, wenn die beiden B-Leute tot sind, muss der von Window direkt hin und drauf, drauf, drauf. Sobald die sich aufstellen und spreaden, ist man dann von Kitchen gefickt. Du bist so gebumst, die können überall stehen, bei dir in Kitchen. Rechts, links, wenn du aus dem Fenster rausgehst oder aus der Tür. Auf Short, oben, überall. Das ist einfach das Schlimmste. Ich glaube, ich gehe da einfach nicht mehr hin, sondern gehe grundsätzlich dann Underground durch, wenn. Down. 3 T-Stairs. One is half HP, they're coming on A now. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, schmeißt. Da stehen sie einfach alle. Schmeißt alles einfach sie ab, komm Jungs. Ja, ah, Smoke. Ja, Nate, sehr gut, hau die rein. Komm schon. Ah, war ganz schön hoch, aber es passt schon. Oh nein. Ah. Oh. Er hat beide weggeholt. Oh nein, er ist links. Dieser Mama-Kanin ist echt eklig. Es fühlt sich bei ihm so an, als wenn das keine Game Sense wäre, sondern einfach nur Dummheit. Also er macht diesen Weg, den man auf Silver spielen würde, aber hier eigentlich nicht spielen würde. Schwer zu beschreiben, ihr wisst, was ich meine. Wenn die Bombe down ist, dann geht er direkt hin, hebt sie auf. Egal, er guckt sich nicht um, ist ihm egal. Ein richtiger Grasdackel. Hallo, Boys. Oh, mio madre. Ah, das hat es gut getan. Gerade weil ich vorhin die Runde ja verkackt habe, beziehungsweise weil ich am Klatschen war und den Klatsch nicht hinbekommen habe, war das jetzt sehr angenehm, Flash und Eigen. Es wird ein hartes Hin- und Herspiel mit denen. Oh Gott, ich hasse es jetzt zu stehen. Warum habe ich mich hier hingestellt? Auch noch mit der M4. Nein. He's down. Ah, he's in front of spot. Oh, er legt auch noch, dieser Lurch. Nice. Ja! Ah, Tetrasizer, check the Scheißer. He's a crazy Sennheiser. Muss der uns jetzt alle Fletcher oder was? Very good health, very good health. I'm gonna plant fast, cover me please. Bombs planted for Palace, I go Palace. Da geht die Taktik auf. Just wait. Both side, a few seconds, just wait. Ha! Hat er gerade eben Grandfather gesagt? What? Fangen die jetzt schon an, so wie ihr? Hey, Opa! Leute, ich bin 27, das ist sowas wie 14. Na, jünger. Flash of the... One is kitchen, fuck. Alter, gib mir! Oh. Oh, nein. Ich hatte gestern mit Beryl drüber gesprochen, also bezüglich der Mitspieler und so weiter. Und wir gehen davon aus, dass es an sich einfach auch besser ist, tagsüber zu spielen, also morgens, mittags, als nachts. Weil nachts sind wohl die richtigen Abfucker am Start. One bench. Muss sowas sein? Ist sowas überhaupt also nach Menschenrechtsgründen erlaubt? Ich glaube ja nicht. Naja, aber ihr wisst ja, wie es ist. Man kann auch nicht immer nur gewinnen. Die letzten paar Male waren es, glaube ich, schöne Wins. Aber wenn jetzt ein Loose kommt, dann ist es halt so. Weißt? Ich gehe jetzt mal Richtung B und versuche, dem direkten One-Shot zu geben, da auf dem Auto. Also, falls er kommt. Es war mir klar, dass es ein ziemlich hartes Spiel wird. Ne? Die waren vorhin schon richtig krass on point, die Jungs. Oh, nee. Connector. He's down. Ah, he's low HP. Warum mussten die rennen und rumspringen und so, die Jungs da? Ich hab doch gerade die
Geheimagentenscheiße durchgezogen. Jetzt wird es langsam knackig. 11,9, da muss man schon ein bisschen mal reinpressen, das ist logisch. Punktetechnisch würde ich auf jeden Fall gerne auf die 50 kommen. Das wäre schon mal eine nette Kleinigkeit. Should we play slow now, maybe? Eine Runde slow spielen ist in Ordnung, zumal ich jetzt jedes Mal gefickt wurde. Das geht so einfach nicht. Nice, Orb is down. Let's go away, guys, let's go away. Nein, Jungle. Fuck. Ich schmeiß den Molly, der ist ganz sicher da drin gefickt. Und was mache ich? Ich gehe hin, während er noch aufgeht, also während er noch Chance hat, überhaupt auf mich zu aimen. Ich hätte eine Sekunde später kommen müssen, weil dann war er mitten im Feuer schon und hätte Panik bekommen und bla bla bla. Aber was mache ich? Ich gehe direkt die. Warum? Weil ich dumm bin. Musst du jetzt mit mir mitgehen, Orange? Die sind gut, die spielen ultra defensiv. Shut us down. Keine Ahnung, von wo der jetzt kommen will. Yes, my friends, yes! Oh, na also, das war ja mal eine richtig lässige Runde. Was spielt Tetraizer immer? Immer irgendeine MP. Okay, warum auch nicht? Soll er ruhig machen. Ich droppe euch mal die Bombe für grün oder so. Ich habe jetzt dieses Spiel, glaube ich, noch gar keine Bombe gelegt. Weil ich muss mich ja viel mehr um die krassen Kills kümmern, ne? Im letzten Game habe ich minimum 10 Mal die Bombe gelegt. Ich gehe T-Spawn, falls sich einer durchdrückt. Ich glaube, sie haben immer noch genug Courage, um das zu machen. 3, 2, 1, buh! Ja, nice. Just two more. I'm going to slope. Komm, 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 ihr habt den. Nice. Oh yeah. Okay, scheinbar kommen sie gar nicht damit, wenn wir langsam spielen. Das ist schon mal sehr schön. Die letzten paar Gegner, die wir in den Livestreams hatten, die waren perfekt gegen langsame T-Spieler und haben gelost, wenn wir gerusht sind. Und die hier sind genau andersrum. Ach, scheiße. Ich wollte oben stehen bleiben. Oh Gott. Ich wusste, dass einer pusht. Ich wusste es. Oh Gott. Jungs, der Bombenleger ist gar nicht gedeckt von hier. Ich frage mich, was sie jetzt gemacht haben, dass sie überhaupt gar nichts mehr gebacken bekommen haben. Haben die keine Waffen mehr gehabt oder was? Gerade eben die Runde schienen sie auch nichts Dickes mehr gehabt zu haben, ne? Dann haben sie jetzt wieder 8 AWP. Naja, super, super. Nehmt ihr die Bombe mit? Sehr gut, Blau hat die Bombe. Blau ist AFK. Wunderbar. Connect das da. Shot one. Behind. One under. I'm stuck. Fuck. There is someone. Green, attention, there is someone. Wo ist der Sack? Wo ist der? Wo ist der? What the fuck? Ist der echt weggerannt? Ziemlich gut. Ja, da sind die 50 Punkte da, sogar fast 60. Sehr schön, sehr schön. Okay, der pusht wahrscheinlich wieder unten, aber Purple ist ja da. Be short one. He's low HP. Last be short. You can plant on A. Komm schon, komm schon, komm schon. Schön beide chillen. Beide ultra chillen. Der ist ganz, ganz, ganz low. Warum nimmt Tetraizer immer MPs? He's on spot now. Nice. Tetraizer schon wieder die P90. Jedes Mal. I can do no PUAK. I gonna get MP. It's okay. Gestern im Stream habe ich ein bisschen P90 gespielt, mal wieder. Und dann hat Nightmare gemeint, das ist die P90, in die er sich damals verliebt hat. Wow, fuck. Mate, warte. Ich kann dich nicht richtig beschützen, wenn du einfach plantest, du Gauner. Warum werde ich rot, wenn ich nach hinten gehe? Die Kamera rendert mich jetzt rot. Also nimmt mich rot auf, oder? Wenn ich vorgehe, bin ich so grau-weiß. Wenn ich nach hinten gehe, werde ich irgendwie so blablabla rot. Das ist schade wegen Blut, rot, orange. Jungs, hier nimmt man die verkackte Bombe. Ach Gott. Tick Bomb, guys. Bomb is alone. A ist komplett frei. 3 gegen 2 und die Bombe ist da down, ne? Das wissen die bestimmt. Es geht nur der eine, der low HP ist zur Bombe. What the fuck? Ich bin auch ein bisschen dran schuld, weil ich dem Kerl, der schlussendlich jetzt die Bombe da dumm gedroppt hat, die Bombe gegeben habe überhaupt. Ich wollte, dass sie mit auf A geht, weil so viele auf A waren. Aber dann ist der Kerl, dem ich sie gebe, auch auf Mitte gegangen. Fuck. Sie haben ja nur eine Pistolrunde, ne? Sie haben nur einen verschissenen Pistol-Fick. Okay, one is on B. Bomb down. Incoming. Scheiße. Shot. Oh mein Gott, er ist mit AWP Shot. Wir stehen da gerade beide so. Das hätte jetzt ein Double Kill werden können, ne? Nice! Es ist noch ein Win geworden. Sehr, sehr schön. 60 Punkte. Das geht auch ganz gut rein. Ich bin auf die Ranks gespannt. Ich weiß, dass die Ranks wahrscheinlich sehr niedrig sein werden, weil wir gerade letztens im Livestream auch erst wieder 2 Loses eingefahren haben. Also sollte das wahrscheinlich alles DMG. Ja, Gott, sogar eine Doppel-AK. Naja, egal. Der LE kommt bei der nächsten Siegesserie wieder rein. Und vielleicht kann ich mich dann auch darauf halten. Vergesst das aktuelle FAQ nicht. Vor 1 oder 2 Tagen kam ein FAQ-Video online. Da könnt ihr eure Fragen drunter schreiben. Ihr könnt aber auch gerne über Twitter, Twitch und so weiter fragen. Facebook, bla bla bla. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.